Wow. Boah. Boah, habe ich hier wieder eine Wolkenstruktur. Leute, heute schönen Hallo, liebe Wetterfreunde und meine Freunde. Hallo und willkommen zu einer ganz kurzen Doku. Zur ganz kurzen Doku. Es blitzt zwar nichts, aber wir haben hier wieder eine Monsterwand. Wahnsinn. Ja, wir haben den 30.08. heute und 23. Sieht so aus, als würde es gleich einen Regenschauer geben. Das ist ja überall, schaut euch das mal hier mal an. Aus Richtung West. Schon leicht bis Nord ausgreifend. Oh, ich filme alles, liebe Wetterfreunde und Freunde, was ich hier kriegen kann. Das ist hier eine Shelf-Cloud. Mal Mega-Bombe und Mega vom Feinsten. Das ist zwar kein Gewitter, es blitzt auch nichts, aber es ist eine mega fetter Schauerband. Das wird jetzt hier gleich mega schütten hier. Da bin ich mir definitiv sicher, bei so einer Wolkenformation. Alter. Ey, das ist ja mal richtig übel, Alter. Das ist ja überall. Boah, da werde ich schon wieder ganz wuschig. Da wird's mir schon wieder ganz warm. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Auslöse hat, warum ich so eine Wolkenformation wieder zustande kriege. Da hinten ist alles schwarz bis grau, alles dicht. Da hinten ist der ganze Regen. Keine Ahnung, wie das jetzt zustande kommt. Es ist ja eigentlich, ja, nach dem Dauerregen kriegen wir hier so eine Wolkenformation. Das ist ja überall. Alter. Es sind fürs Wochenende nochmal Gewitter vorhergesagt, meine Freunde. Wollte ich euch bloß nochmal, auch nochmal kurz mitgeben zu diesem Video schnell. Es ist nochmal was möglich. Aber ob es eintrifft, müssen wir halt mal warten, ne? Was ist denn da los heute Abend hier? Euer! Schaut ja aus wie richtige Armboss-Wolken, Euer, ey! Boah! Alter Falter, ey! Was ist denn hier los? Boah, ist das schwarz. Alter, das ist ja hinten. Boah, Alter, geil! Oh, Leute, das wird übel. Oh, wenn das jetzt anfängt zu blitzen. Das wäre jetzt nochmal geil. Ja, es ist schon. Oh, ich bin hier mit T-Shirt, Leute. Es ist ganz schön frisch, muss ich euch ganz ehrlich sagen, hey. Aber ich bin hart. Oh, jetzt kommt Wind. Jetzt kommt Wind. Das zieht alles nach südlich und östlich rüber. Alter, das ist ja hier eine Erscheinung, Alter. Boah.
Alter, hey, das ist ja mal mega geil, es ist eine Überraschung. Oh, das ist ja mal wieder ganz herrlich. Oh, das ist ja Wahnsinn hier. Das ist hier. Ah, Richtung Süd, Südwest bis West ist alles dicht. Das wird geil. Es fängt an zu winden. Alter, ist das frisch. Ja, und da hinten ist der Krankenwagen. Da ist ein Blaulicht. Es ist frisch. Das sieht jetzt da auch ziemlich nice aus. Aus Richtung Nord. Ja, es wird jetzt hier gleich regnen. Oh, es ist frisch. Boah, ei, ei, ei. Boah, das ist hier eine Erscheinung, Leute. Das ist echt nicht mehr normal. Einfach nur mega. Es hätte zu einem Gewitter werden können, ja. Denkt man immer, wenn man so eine Wolkenformation bekommt. Aber das ist schon wirklich eine. Schon mega. Es ist schon ein mega nice Bild, ja. Da ist jetzt alles dicht. Die Front ist ja gleich über mir. Entschuldigung, Leute, das ist, oh, das ist ja schon Richtung Osten. Boah, das zieht alles nach Richtung Osten hinter. Arsch. Was ist denn da heute los abends? Ich konnte mir das Filmen jetzt nicht verkneifen, Leute, aber das ist ja wirklich. Boah, schaut euch mal diese Wolkenfetzen da an. Boah, ist schon mal richtig. Das ist ein Monster. Schaut aus wie so ein Monster. Das sind richtige bedrohliche Teile, Alter. Was ist denn das? Alter. Das ist ja richtig. Ja, ich sag ja, Ingolstadt hat es natürlich immer mit solchen Wolkenformationen. Das habe ich schon immer gewusst. Dass wir immer die krassesten Wolkenformationen hier kriegen. Boah, Alter. Feuer, ey. Das ist ja mal hier. Oh, ja, oh, ja, das ist ja schon über mir. Das Teil ist schon über mir. Es wird jetzt gleich anfangen zu regnen. Ui, das ist ja mal wieder richtig übel hier. Das ist aber richtig krass. Ah, ja, das ist hier schon alles dicht. Seht ihr das? Das ist alles dicht. Das ist alles dicht. Südwest bis West, alles dicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Aber ich kann mir diese Wolkenformation jetzt hier nicht verkneifen. Ich muss das weiterfilmen hier. Das ist, Alter, aus Osten. Ui, das ist mal ein bisschen näher. Oh, ja. Leute, gibt's hier Angst? Ich nicht. Oh, jetzt fängt es regnen an. Oh. Ja, es tröpfelt. Ja, es ist frisch. Boah. Ja, jetzt wird's windig.
Ich hasse Kälte. Oh Gott, da, ich bin hier mit T-Shirt, Leute. Boah. Frische Fisch. Boah, ist das heftig. Boah. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Boah. Oh, Junge. Ich liebe solche Wolkenformationen aus Richtung Osten. Nein, ist dahinter. Boah. Übel. Boah. Boah. Ah, es regnet. Jetzt wird's aber. Jetzt wird's aber ganz schön frisch. Boah. Boah, ja, nice. Boah. Ja, das ist ja mal richtig. Boah. Ja, für heute ist nochmal vorhergesagt, dass abends und nachts nochmal Schauer durchziehen. Und ja. Ja, es ist frisch, meine Damen und Herren. Mir friert es jetzt, ich gehe jetzt rein. Es ist wirklich frisch. Also warm ist es mit Sicherheit nicht mehr. Okay, das ist auch schon über mir. Das zieht jetzt alles Richtung Osten. Ja. So wie es ausschaut, fängt jetzt auch schon das Regnen an. Ja. So. Wir schauen mal. Ah, es ist ganz schön am Winden. So. Schauen wir mal, was so passiert. Aber es wird jetzt regnen. Ja. Oh, ist das frisch. Oh, hier ist schon alles nass. Boah. Ja. Ich schraube jetzt mal die Belichtung hoch, dass man den Regen sieht. Es regnet. Starkregen. Jetzt hört es auch schon wieder auf. Man sieht es jetzt auch da hinten nochmal schon ganz kurz. Jetzt will der Fokus nicht. Sieht es jetzt auch bestimmt hier, wie es jetzt hier regnet. Oh, es ist kalt. Oh, Leute, ich gehe jetzt gleich rein, Mann. Oh. Es ist wirklich am Regnen.
Das nennt man mal einen kräftigen Regenduscher. Das kann man auch hier noch mal gut deutlich erkennen. Ja. Es regnet gut vor sich hin. Ziemlich stark. Jetzt schaut euch das hier mal an. Das mache ich jetzt hier auch noch mal schnell ganz kurz in Großformat. Wenn man es irgendwie sehen kann. Nein, hier sieht man gar nichts. Es ist zu dunkel. Ja, es ist auf jeden Fall gut am Regnen. Ich schaue gerade, wie ich das besser hinkriegen kann. Puh. Es ist frisch jetzt. Jetzt haut es aber wieder komplett wie gestört runter. Das sieht man ja hier an der Aschentonne. Ich filme mal da kurz hin. Ja, das sieht man ganz gut. So, mittlerweile hat sich die Wand komplett aufgelöst. Jetzt ist bloß noch alles dicht. Boah, Mann, jetzt haut's wieder wie gestört runter. Was ist denn hier los? Eine geile Schelf hatte ich hier. Geile Wolkenformation, richtig bedrohlich. Und jetzt haut's wieder hier wie gestört runter. Krass. Ein guter hält's aus. Von mir aus hole ich auch für euch auch noch meine Erkältung. Aber das musste ich für euch filmen. Aber das nächste Mal ziehe ich meine Jacke an. Definitiv. Man sieht es auch da hinten. Ein paar leichte Böen. Ja, ich habe es ja gewusst, dass es wieder kurzzeitig so runterhaut mit dem Regen. Das hat ja auch so gut ausgesehen jetzt. Und es ist auch wieder tatsächlich so eingetreten. Aber auf die Hochwassersituation bei uns an der Donau soll es keine Auswirkungen mehr haben. Immer noch Blaulicht hinten. Ja, es regnet immer noch ganz gut. Stark runter. Aber das sind halt jetzt keine dicken Tropfen, sondern Niesel. Eher so starker Nieselschauer. Puh. Jo, meine Damen und Herren, gehen wir rein. Boah, es ist zu kalt. Es ist mir ist jetzt wirklich frisch. Oh. Boah, Mann, ist es kalt. Frisch. Also mit T-Shirt ist es richtig übel. Ja, die ganzen Scheiben. Lecker. Alles nass. Schön. Auch hier. Ja. Wow. Ja, meine Damen und Herren, das wollte ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Oder ich ziehe mir jetzt mal kurz eine Jacke an. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. So, nochmal die Sachlage nochmal beobachten. Jetzt habe ich mir schnell kurz eine Übergangsjacke angezogen. Puh, was sonst haltet das mal ja gar nicht aus.
Das war schon wirklich eine geile Wolkenformation. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja, was bei uns hier immer los ist, ne? Ja, der fährt in die Garage rein. So, der Regen hat jetzt auch nachgelassen. Jetzt nieselt es noch ein bisschen vor sich hin. Ja, zurzeit kann ich wieder hier Dokus machen, meine Damen und Herren. Und jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich muss nochmal das Damen und Herren weglassen, meine Freunde. Ganz ehrlich, was habe ich da immer mit, meine Damen und Herren? Bin ich jetzt wirklich bescheuert? Da ist ein Krankenwagen. Oder Polizei, weiß ich nicht. Aber es ist hier bei dem Viertel nicht übel, nicht üblich. Ja. Hier ist öfters mal Polizei, Krankenwagen. Ich habe vor 2 Tagen auch beinahe einen gebraucht. Weil mein Herz so gerast ist und der Puls war so hoch. Ich habe gedacht, ja, wenn man, mir war es auch schlecht, übel. Aber dann habe ich mich schlafen gelegt und dann ging es auch wieder. Aber ich muss das halt jetzt auch beobachten. Wenn das öfters auftritt, dann muss ich halt einen Notarzt rufen. Weil dann steckt irgendwas anderes an Krankheit dahinter. Weil ich bin noch zu jung für sowas. Eigentlich. Aber mein Vater hatte auch schon einen Herzinfarkt, den er überlebt hat. Jetzt habe ich von meiner Schwester erfahren, jetzt wird er am Herzen operiert. Da ich ja mit meinem Vater seit Jahren keinen Kontakt haben darf und er nicht mit mir. Das hat halt meine Mutter erzählt. Und das ist, ich könnte das eventuell von meinem Vater haben. Ist schon ein paar Jahre her, wo er den Herzinfarkt hatte. Aber meistens liegt es in der Familie. Deswegen muss ich auch meine Ernährung jetzt erstmal umstellen. Mehr Gemüse essen, mehr Obst. Weg von Spezi, weg von Limo. Mehr Apfelschorle trinken, mehr Fruchtsaftgetränke trinken. Ja, wenn es irgendwie geht, das Rauchen einstellen. Aber ihr kennt das ja, wir Suchtler, ne, die alle, die Leute, die rauchen, ihr kennt das ja selber. Da braucht man ähnlich einen Schweinehund, um das zu überwinden. Ist nicht so einfach, nach so vielen Jahren aufzuhören. Aber wir müssen einfach abwarten, wie sich das mit meinem Gesundheitszustand weiterentwickelt. Ich hoffe, dass mich nicht dasselbe Schicksal trifft wie mein Vater. Weil er den Herzinfarkt wirklich nur ganz knapp überlebt hat. Ja. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Da mache ich mich jetzt auch nicht verrückt. Ich habe Spaß am Leben. Ich habe Freude am Wetter, Freude an meinem Falken, Wanderfalken, Turmfalken, Projekten und meine Freizeit, Sauna und so weiter. Ich komme hier raus. So ist es nicht. Mein Leben ist nicht langweilig. Ich habe viele Hobbys, viele Interessen.
Aber das sollte halt nicht so kommen. Wünsche ich keinem sowas. Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Krebs. Ja? Das sind die schlimmsten Krankheiten, die man haben kann. So, der Regen hat jetzt auch nachgelassen. Ja, und es wird dunkel. Es ist immer noch der Krankenwagen da hinten. Ja, wunderbar. Ja, so ist das, meine Lieben. So, nochmal schon zum Update. Ja, hier ist alles komplett schwarz. Auch wenn es dunkel ist, klar, ist es dunkel, aber hier ist eine schwarze Wand vor mir, das weiß ich. Was wollte ich sagen? Genau, Wetter-Update. Jetzt nochmal. Also es bleibt jetzt, wir haben jetzt heute Mittwoch, den 30.8. Morgen haben wir den 31.8. Also das heißt, ja, Donnerstag, Freitag bleibt es jetzt noch leicht wechselhaft. Mit allem etwas mit dabei. Vereinzelt auch mal ein kurzes Gewitter hier mal möglich oder so. Am Wochenende, Samstag, der schönste Tag des Wochenendes, Sonntag, Montag, Gewitter eventuell. So viel weiß ich jetzt ab dem neuesten Stand, weil es dann um 25 Grad werden soll. Angenehm sommerlich, auch die Nächte werden nochmal schön angenehm, die Abende auch nochmal, so kann man sich auch nochmal raushocken. Aber eine Hitzeperiode wird es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ich freue mich schon irgendwie auf den Herbst. Weil wenn dann die Blätter langsam anfangen zu golden, dann kommt immer so ein schöner Duft hierher. Also so ein schöner Herbstluftduft, wenn man das auch immer nennen mag. Das ist immer so herrlich. Mit der Warmluft. Und wie die Sonne dann auf die Bäume scheint und so auf die goldenen Blätter. Schon irgendwie toll, wenn dann alles runterfällt und dann kommt langsam auch der Winter. Dann die Sturmtiefs, Orkantiefs. Oh, das wird wieder spannend in dem Jahr. Diesen Jahr, darauf freue ich mich schon. Jetzt hat es Regnen aufgehört, komplett aufgehört, jetzt ist nichts mehr. Ja, mal schauen, was die Sturmsaison bringt, welche Niederschläge uns da erwarten werden. Natürlich werde ich dann auch eine Doku machen, wenn diese Böen über 100 km/h gehen, natürlich, definitiv. Und wenn natürlich auch die Niederschläge in deren Form stark sind, mit eingelagerten Gewittern eventuell möglich sind, dann macht das Ganze ja noch viel, viel spannender. Sowas wie Orkantief Sabine können wir nochmal brauchen. Oder Xavier oder wie die Namen auch alle heißen. Aber Sabine war das Geilste, ja, in der Corona-Zeit. Da hat es bei uns ja richtig gewütet hier. Ja, sowas braucht man nochmal. Wie Sabine. Orkantief Sabine. Da ist in der Früh die Schule ausgefallen hier. Dürften alle daheim bleiben. Weil sie nicht mehr rausgehen durften, weil es zu gefährlich war. Ja, so verbleiben wir jetzt erstmal, meine Damen und Herren. Ah, ich sage schon wieder Damen und Herren. Ja, hör doch mal auf, du Depp. Ja, Entschuldigung. Es reicht, wenn du sagst, hallo meine lieben Freunde, ja? Und nicht immer meine Damen und Herren, mach dir noch nicht Defferle lächerlich. Ja, jetzt halt du mal der Bappen da hinten. So, meine Damen und Herren. Gott, jetzt fang ich schon wieder an. Patrick, ich wohne dir jetzt heute, jetzt heißt der Bappen, gell? Ja, so, meine lieben Freunde. Ja, so ist besser. Ja, jetzt geh rein, komm, geh rein jetzt. Komm, jetzt geh. Boah! Du bist gemein. Ja, du kommst mir immer dazwischen. So, meine lieben Freunde, Entschuldigung, ich muss das meine Damen und Herren da weglassen. Ihr habt schon recht. Aber das ist halt meine Angewohnheit. Das muss ich dringend lassen. Oh, jetzt ist hinten alles weg. Jetzt ist hinten nichts mehr. Das Blaulicht. So,
Das war die schöne Wolkenformation, meine Freunde. Bis zur nächsten Doku. Ja, ein schönes Beleuchtungslicht hinten am Horizont. Das ist, ja, das Schulzentrum hinten. Ja, so ist das. Dann macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns und ich melde mich wieder, sobald es was Interessantes in Sachen Wetter gibt. Ich bleibe vor euch dran und passt auf euch auf und genießt diese Doku. Tschüss!